und exklusiver Tracktest auf dem Nürburgring. Der Volvo S40 von Heiko Racing. Fahrspaß und Motorsound mit Gänsehautgarantie. Ein echter Tiefflieger, das ist der Volvo S40 Racing von Heiko Sportiv. Holger Eckert hat den 250 PS starken Schweden exklusiv auf dem Nürburgring getestet. Der Nürburgring, insbesondere die über 20 Kilometer lange Nordschleife, bietet die Kulisse für eine der erfolgreichsten Rennserien weltweit. Mehr als 20.000 Zuschauer bevölkern bei jedem Lauf der deutschen Langstreckenmeisterschaft die grüne Hölle. Das Publikum kommt voll auf seine Kosten. Bis zu 180 Rennwagen, vom Porsche bis zum Mini, geben auf der berühmt-berüchtigten Strecke alles, um zu gewinnen. Kleine Flugeinlagen inbegriffen. Höhepunkt jeder Saison ist das 24-Stunden-Rennen. Über 600 Fahrer aus aller Welt wechseln sich Tag und Nacht am Steuer ab. Und hier tritt auch der Volvo S40 Racing von Heiko an. Ein Exot, denn außer in Schweden gibt es in ganz Europa kein vergleichbares Auto. Auch wenn 2001 der Einsatz aufgrund eines technischen Problems nicht ganz so erfolgreich war, gehört der S40 in seiner Klasse generell zu den Siegkandidaten. Für uns ein Grund, den schnellen Schweden genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Abstammung vom Serien S40 kann der deutlich tiefer liegende Rennwagen nicht verheimlichen. Der große Heckflügel dient hier nicht dem Show-Effekt. Er unterstützt die profillosen Slickreifen beim Ringen um maximale Bodenhaftung. Statt des Serienmotors sitzt im S40 Racing ein reinrassiger Rennmotor mit 4 Zylindern und offener Einzeldrosselanlage. Doch es gibt noch mehr Unterschiede. Die größten Unterschiede zum Serienauto liegen im Motor, dem sequentiellen Getriebe, dem Fahrwerk und der Bremsanlage, wobei der Motor so das aufwendigste Teil war. Wir haben in der Serie bei 2 Liter Hubraum 136 PS und bei unserem Rennmotor bei gleichem Hubraum 246 PS. Der Aufbau des Volvo kostete fast 370 Stunden Arbeitszeit. Die riesige Bremsanlage mit 4 Kolbensätteln besitzt Porsche-Format. Auch das Getriebe stammt nicht aus der Serienfertigung. Ja, die größten Schwierigkeiten lagen einfach in der Adaption des sequentiellen Renngetriebes, da dieses nicht für dieses Fahrzeug speziell gebaut wird, sondern wir mussten es eben halt anpassen, mussten die Getriebeglocke umfräsen, wir mussten das Schwungrad ändern, die Kupplung ändern. Und somit war das also vom Zeitaufwand her schon das Größte. Der Heckspoiler entspricht dem Aerodynamikpaket aus der britischen Tourenwagenmeisterschaft und muss millimetergenau montiert werden. Das komplett einstellbare Rennfahrwerk stammt von Sachs und verfügt über externe Ausgleichsbehälter für den Gasdruck im Stoßdämpfer. Eine vorgeschriebene Höchstfonzahl von 96 Dezibel bestimmt die Lautstärke. Hier hilft ein Endschalldämpfer aus Edelstahl. Innen herrscht nackte Funktionalität. Nah am Lenkrad der überlange Schalthebel. Dahinter die Schalter für Feuerlöschanlage und Hauptsicherung. Beim Bau des massiven Überrollkäfigs wurden mehr als 30 Meter Stahlrohr eingesetzt. Schalensitz und 6-Punkt-Gurt schützen den Fahrer direkt. Sicher auch der 100-Liter-Tank aus Gummi. Er verformt sich bei einem Unfall, platzt aber nicht. Schon warten neugierige Blicke und der flimmernde Asphalt ungeduldig auf den Auftritt des Volvos. 3 Lagen feuerhemmender Stoff plus Integralhelm geben ein gutes Gefühl, wenn man hinter dem Steuer des gut 85.000 Euro teuren Tourenwagens Platz nimmt. Spiegel einstellen und schon kann es losgehen. Um das empfindliche Getriebe zu schonen, wird der S40 rückwärts aus der Box geschoben. Etwas widerwillig erwacht der Treibsatz unter der Motorhaube dann zum Leben. Die Kupplung verlangt beim Anfahren viel Gefühl. Die ersten Kurven im Rennvolvo verlangen Gewöhnung.
Fahrwerk und Lenkung agieren viel direkter und straffer als im Serienauto. Der begeisternde Sound aus den offenen Ansaugtrichtern erinnert an die DTM-Autos Ende der 80er Jahre. Ist die Gewöhnung da, entpuppt sich der Heiko S40 als überraschend gutmütige Fahrmaschine. Die ungewöhnliche Arbeit am perfekt platzierten Schaltstock gelingt ebenfalls leichter als vermutet. Im hektischen Rennbetrieb kann der Fahrer auch ohne Kupplung die Gänge durchreißen. Die Schaltdrehzahl liegt heute bei ca. 7200 Umdrehungen. Maximal verträgt der Motor bis zu 9000 Touren. Neben dem harmonischen Fahrwerk weiß vor allem die Bremse zu überzeugen. Die möglichen Bremspunkte liegen haarsträubend spät vor den Kurven. Das ABS spielt seine Vorzüge natürlich erst bei Regen auf dem rutschigen Asphalt der alten Nordschleife richtig aus. Dem bevorzugten Terrain dieses Langstreckenautos. Hinter dem Steuer wird man schnell übermütig. Doch Vorsicht, Volvo-Tuner Heiko hat eine umfangreiche Elektronik zur Datenaufzeichnung eingebaut. Bis auf den Pulsschlag des Fahrers lassen sich beinahe alle gesammelten Daten wie Gas- oder Bremspedalstellung nach der Fahrt auslesen. Fadenscheinige Ausreden sind hier zwecklos. Die Rückmeldung der Servolenkung lässt den Fahrer über den Haftzustand der Dunlop Slicks nie im Unklaren. Der S40 lässt sich so extrem genau bewegen. In dieser Rennsaison wird der Heiko Volvo seinen Exotenstatus übrigens verlieren. In der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring werden zwei weitere Volvo an den Start gehen. Leider findet unsere aufregende Dienstfahrt ein gutes, aber zu rasches Ende. Bis zum Saisonstart am 23. März verschwindet der rasende Schwede erst einmal wieder in der Box.